Hallo, ich freue mich, dass ihr hier seid und begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal Auroras Sternmagie. Ich begrüße alle im Sternzeichen Fische Geborene. Wir wollen gemeinsam in die vierte Kalenderwoche des Jahres 2023 schauen, was ich euch da so erzählen darf, worauf ihr eventuell achten müsst oder worauf ihr euch freuen dürft. Zuvor aber wie immer eine Karte aus dem Seelenreich-Orakel, um euch einen Impuls zu geben, was ihr euch selbst Gutes tun könnt, was euer Herz, eure Seele eventuell benötigt. Dann schauen wir rein. Für meine lieben Fische in der nächsten Woche. Was würde Ihnen gut tun? Was darf ich erzählen? Dann schauen wir mal. Schwung und Freude, du kommst leicht voran, nutze diese Energie. Na, das ist doch super. In der nächsten Woche stehen euch schöne Stunden bevor. Ihr werdet voller Energie sein, voller Schwung, voller Freude. Es wird euch alles leicht von der Hand gehen, was ihr euch so vorgenommen habt. Und ja, glücklich, unbeschwert, das ist doch schon mal eine wunderschöne Energie gleich für den Anfang. Und dann schauen wir gleich weiter mit dem Mondorakel, was ich euch da noch für eine Botschaft überbringen darf, bevor wir mit den Lennemore-Karten in die allgemeinen Tendenzen nach dem Beruf fragen oder nach der Liebe. Schauen wir gleich mal weiter. Ups, das war viel zu viele. Eine Karte bitte für meine lieben Fische für die nächste Woche. Welche Botschaft darf ich denn überbringen? Eine Karte bitte. Na? Keine Botschaft für meine Fische? Doch, oder kommt? Was darf ich erzählen? Eine. Nehmen wir diese. Die schaut mich so schön an. Kommunikation als Schlüssel. Passt doch sehr gut zu Schwung und Freude, wenn man voller Schwung und voller Freude durch die Woche stürmt, dann ist man ja auch gerne bereit, sich zu unterhalten, Menschen zu treffen, ja, Geschichten auszutauschen. Und von daher ist die Kommunikation als Schlüssel für die nächste Woche ja eine durchaus sinnvolle Botschaft, wie ich finde. Und jetzt möchte ich weiterschauen, was ich eventuell über den Beruf oder die Liebe erzählen darf, was auf meine lieben Fische nächste Woche, also heute habe ich wieder meinen Knoten in den Finger, was ich meinen lieben Fischen ich probiere es nochmal was ich erzählen darf, worauf müssen sie eventuell achten. Jawohl, ja, ich nehme euch alle drei, ich habe es verstanden. So, gut, schauen wir mal rein. Gut, ihr hattet eventuell in dieser Woche oder an der Woche davor eine ungute Situation. Etwas hat euch ziemlich belastet, hat sich für euch sehr toxisch angefühlt, denn wir haben hier das Gift liegen und auf der anderen Seite die Schnecke, die mir wiederum zeigt, dass ihr euch wegen dieser Situation in euch zurückgezogen habt. Ihr seid in den Rückzug gegangen sozusagen. Aber diese Situation wird sich nächste Woche aufklären, denn wir haben die Sonne erhalten. Die Sonne ist pure Lebensenergie. Die Sonne bringt Dinge zum Wachsen. Die Sonne ist auch für mich immer die absolute Ja-Karte. Wenn ich eine ganz konkrete Frage stelle und die Sonne fällt, dann bedeutet das Ja.
ist eine Glückskarte und jetzt möchte ich aber mal reinfragen, was denn da so los war, in was für einer Situation ihr euch absolut unwohl gefühlt habt und ja, was ich denn da noch so in Erfahrung bringen darf für euch. Auf jeden Fall wird sich diese Situation zum Guten wenden. Ihr könnt also aus eurem Schneckenhaus rauskommen. Denn wie gesagt, wir haben die Sonne. Und das ist Wunscherfüllung, Glück, Wärme. Das Portal. Ich hätte gerne noch eine Klärungskarte zum Gift. Also nee. Gott, so viele wollen, die sind alle so gesprungen, dann nehmen wir sie. Jetzt müssen wir nur die Reihenfolge beachten. Jawohl. So, schön. Gut. Ihr wart, in, wie ich gesagt habe, in einer Situation, in der ihr euch nicht wohlgefühlt habt, vielleicht mit einer gewissen Person, denn wir haben den Salon. Der Salon bedeutet, dass es zu einem Treffen kommen wird. Und diese Wunscherfüllung, dieses Glück, das auf euch zukommt, erschließt sich dadurch, dass ihr einen Schritt auf jemanden zugeht. Wir haben das Portal. Das Portal bedeutet, da ist eine offene Tür. Man geht in den nächsten Raum, man geht auf die nächste Ebene. Man geht etwas an und der Salon zeigt uns ja ein Treffen und bei diesem Treffen werden die Masken fallen gelassen. Das heißt, es wird Klartext über das gesprochen, was zu diesem unguten Gefühl und eurem Rückzug geführt hat. Also mit dieser Person, mit der ihr euch gekappelt habt, entweder in dieser oder in der letzten Woche oder vielleicht auch schon länger her, wird es zu einer Aussprache kommen. Und zwar zu einer Aussprache, die die Harmonie zwischen euch, den Frieden zwischen euch wiederherstellen wird. Und ja, das ziemlich bald, denn diese Situation, wir haben hier den Tee liegen, der Tee ist auch eine Zeitkarte, man könnte auch sagen abwarten und Tee trinken. Dieses Abwarten sollte definitiv jetzt vorbei sein. Ihr sollt euch trauen, ins Gespräch zu gehen und ganz, ganz offen und ehrlich über eure Gefühle, vielleicht wurdet ihr verletzt, vielleicht wart ihr wütend, sprechen, um die Harmonie zwischen euch wiederherzustellen. Und ich glaube, dass ihr das auch tun werdet, denn wir haben ja in der nächsten Woche die Freude liegen und hier ist die Harmonie gefallen, was bedeutet, durch dieses Gespräch, durch dieses offen und ehrliche Gespräch, werdet ihr befreit sein, ihr werdet glücklich und ja, voller Freude wieder sein, denn das hat euch ja belastet. Deswegen ist das Gift gefallen und ihr habt euch in den Rückzug begeben, deswegen ist die Schnecke gefallen. Genau, und hier ist ja noch als Botschaft vom Mondorakel gefallen, Kommunikation als Schlüssel. Und hier ist das Treffen gefallen, also sollt ihr eine Problemlösung, eine Versöhnung anstreben, ist für euch in der nächsten Woche definitiv wichtig. Gut, jetzt möchte ich noch drei weitere Karten durch die Gegend fliegen lassen. Eine noch bitte. Mal schauen, was ich euch noch erzählen darf. Vielleicht kommt noch etwas zum Beruf oder zur Liebe. Wir werden sehen, was ich euch noch erzählen darf. Aber es passt wieder wunderschön zusammen mit dem Mondorakel. Kommunikation und der Salon und ein offen, ehrliches Gespräch bringt alles wieder ins Reine. Also durch dieses Gespräch wird es auf jeden Fall einen Neuanfang geben. Die Waage ist auch gefallen. Die Waage zeigt mir, dass etwas mit dieser Person unausgeglichen war. Entweder habt ihr zu viel gegeben
und sie permanent nur gefordert, wodurch ihr einfach ja euch nicht wohlgefühlt habt, vielleicht ausgenutzt gefühlt habt. Wir haben das Nest hier liegen, was bedeutet, dass ihr euch ja wieder versöhnen werdet. Gut möglich, dass es mit einem Partner war, mit einem Wunschpartner in der Beziehung. Aber der Ausgleich wird stattfinden. Durch dieses Gespräch werdet ihr wieder eine solide Basis finden, eine ausgeglichene Basis und wieder das Gefühl von Nestwärme haben. Also das Nest sagt ja Wärme, Vertrauen, sich zu Hause fühlen, geborgen fühlen. All dieses wird nächste Woche auf jeden Fall wieder zum Ausdruck kommen, weil ihr nach diesem Gespräch einfach wieder neu startet, neu anfangt, sozusagen die Uhr auf Null stellt, die Waage ist im Gleichgewicht und ja, sagt vergessen und vergeben, wir fangen neu an. Das sind die Aussichten für euch auf jeden Fall für nächste Woche. Jetzt möchte ich euch noch eine Karte aus dem Engels-Orakel ziehen. Mal schauen, wer euch nächste Woche so begleitet auf eurem Weg. Zwei. Engel der Ordnung, sei beruhigt, alles sortiert sich gerade neu. Hier sortiert sich ja gerade alles neu. Es wird ein Gespräch geben und einen Neuanfang und ja, ihr werdet euch wieder wohlfühlen. Und Engel der Dankbarkeit, seid ihr heute all den guten Dingen in deinem Leben bewusst. Ja, vielleicht haltet ihr nächste Woche mal inne und überlegt euch, was ihr alles Schönes in eurem Leben habt, wofür ihr dankbar sein dürft. Und ich glaube, wenn man das ab und zu mal macht, hebt das die Stimmung auch schon ganz gewaltig, denn ich denke, den meisten von uns geht es doch noch relativ gut. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, dass sich alles für euch klärt, dass ihr voller Freude und singend tanzend durch die Woche hüpft. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann drückt die Glocke, kostet euch nichts und wir sehen uns bald wieder. Darauf freue ich mich. Bis dahin viel Licht und Liebe von mir.